Auch in Moskau bröckelt die Macht. Die Sowjetunion hält dem gewaltigen Angriff Jelzins nicht stand. Michail Gorbatschow verkündet seinen Rücktritt als Generalsekretär der KPdSU. Es ist das Ende der Sowjetunion. Jelzin schlägt den früheren Sowjetrepubliken eine Gemeinschaft unabhängiger Staaten vor, die GUS. Wir wussten nicht, was kommen würde. Aber wir wollten nicht, dass die Sowjetunion auseinanderbricht. Gäbe es heute noch eine sowjetische Mannschaft, wir wären unschlagbar. 1992 turnt Oksana für die Mannschaft der GUS, die die Olympiade in Barcelona gewinnt. Dank Jelzins Staatenbund kann Moskau noch immer die Athleten aus allen Republiken der ehemaligen UdSSR unter seiner Flagge antreten lassen. Jelzin hoffte, dass die GUS die Sowjetunion ersetzen würde und sich mit ihr das ewige russische Reich wiederherstellen ließe. Das war ein Irrtum. Zumindest im Sport treten die heutigen Stars aus den ehemaligen Sowjetrepubliken für ihr jeweiliges Land an. Die Russen können nicht mehr mit ihnen glänzen. Nach UdSSR und GUS präsentiert sich Oksana heute in Gand unter der Flagge ihres Heimatlandes Usbekistan. Ihre Trainerin Svetlana Kuznetsova hat die verschiedenen Mannschaften während des Übergangs trainiert. Das Duell zwischen Russland und Rumänien war zu Ende, als es die Sowjetunion als Staat nicht mehr gab. Wir haben jetzt eine ganz andere Situation auf dem Siegerpodest. Die russische Mannschaft entspricht nicht der sowjetischen. Sie ist völlig anders. Würde man die sowjetische Mannschaft wieder zusammenstellen, müssten zum Beispiel auch Usbekistan und Weißrussland dabei sein. Als der Staat auseinanderbrach, haben wir unser Trainingszentrum verloren, das in der Sowjetunion war. In Usbekistan hatten wir nur veraltete Geräte. Wir haben enorme Finanzierungsprobleme. Wir hatten beispielsweise nicht genug Geld, um mit unserer ganzen Mannschaft hierher zu kommen. Es reichte nur für zwei Mädchen und zwei Jungen. Es ist schwierig für uns. Wir trainieren zwar und wir nehmen an den Wettkämpfen teil, aber das Geld reicht nicht aus. Deshalb müssen wir, sowohl Sportler als auch Trainer, ständig motivieren, den heutigen Standard trotzdem zu halten. Es gibt keinen Turnunterricht mehr an den Schulen. Sportgeräte wurden weggeworfen. Es wäre so einfach, den Leuten einen Ball zu geben und schon könnten sie sich sportlich betätigen. Aber selbst dafür wird heutzutage in unserem Land sehr wenig Geld ausgegeben. Das Turnen ist im heutigen Russland einfach nichts mehr wert. Demoralisiert nimmt Russland im Jahr 2000 an den Olympischen Spielen in Sydney teil. Die rumänischen Turnerinnen werden immer besser und gelten als uneingeschränkte Favoritinnen. Besonders hoch sind die Erwartungen an Andrea Raducan. Sie sind athletischer als die Russinnen. Dafür sind unsere Übungen kunstvoller, besser choreografiert. Die Rumäninnen sind selbstsicherer und konstanter in ihren Leistungen. Und gerade bei Mannschaftswettbewerben ist das von entscheidender Bedeutung. Nehmen wir beispielsweise Chorkina. Sie ist eine schöne Turnerin, kunstvoll, elegant, graziös und so weiter. Aber sie bringt ihre Leistung nicht konstant. Sie hatte die beste Schwebebalkenkür. Wenn sie nicht gestürzt wäre, hätte keine andere etwas auch nur annähernd so Schönes gezeigt. Nichts war so vielfältig, so perfekt und technisch sauber. Die Ursache für den Sturz ist möglicherweise psychologischer Natur. Vielleicht hat die Zeit gefehlt, an bestimmten Elementen zu feilen. Ihr Problem beim Pferdsprung im olympischen Bewerb hat sie aus der Bahn geworfen. Sie hat den Sprung nicht geschafft. Wenn aber die Spitzenturnerin es nicht schafft, kann es auch die Mannschaft nicht schaffen. Meiner Ansicht nach ist heute das rumänische System das stabilste. Es funktioniert optimal. Sie haben sich auch nach dem Sturz Ceausescus all ihre Vorteile bewahren können. Manches läuft sogar besser als früher.
Es geht dabei auch um das Ansehen ihres Landes. Rumänien ist Kunstturnen und Kunstturnen ist Rumänien, zumindest heute. Zum ersten Mal in der Geschichte Rumäniens belegt das Land bei einer Olympiade die ersten drei Plätze. Doch kurz darauf wird Raducan disqualifiziert, wegen Doping mit Ephedrin. Bei der Weltmeisterschaft in Gand hoffen Belu und seine Turnerinnen, allen voran Andrea Raducan, das Fiasko von Sydney vergessen zu machen. Auch die Russinnen wollen eine Revanche, vor allem Svetlana Khorkina nach ihrem Sturz bei der letzten Olympiade. Die letzten Darbietungen dieser Weltmeisterschaften. Russinnen und Rumäninnen liegen ziemlich nah beieinander, wobei Belus Turnerinnen leicht im Vorteil sind. Medaille für Khorkina. Die Kampfrichter sind wieder einmal der russischen Anmut erlegen. In der Mannschaftswertung setzt sich Rumänien durch. Wir bringen jedes Mal etwas Neues. Wir entwickeln immer neue Nuancen, neue Feinheiten. So stellen wir die stärkste Mannschaft und bleiben an der Spitze. Es ist eine sehr wichtige Aufgabe, dafür zu sorgen, dass unsere Darbietungen schön und kunstvoll bleiben. Denn letztlich tun wir es doch zum Vergnügen der Zuschauer. Russland ist ein würdiger Nachfolger der Sowjetunion, jenes riesigen wirtschaftlichen und sozialen Gefüges, mit allem, was daran gut und auch weniger gut war. Geschichte ist Geschichte und jede Nation muss ihre eigene Geschichte realistisch sehen und mit Würde akzeptieren. Ich hoffe, dass sich die beiden Mannschaften auch künftig auf dem Siegerpodest treffen werden. Und es ist beinahe unwichtig, wer auf welchem Treppchen steht.